Hallo ihr Lieben, das ist eine neue Folge der Schrebergarten-Doku-Serie. Ich heiße Lars und heute geht's um Veränderung. Veränderung, Gartenthema, Recycling, Foodsharing, wie passt das ins Konzept? Also, das ist eine ganz andere Folge als sonst. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich ein bisschen was verändere bei mir. Und zwar geht's um den Kanal, es geht um die Videos. Es hat sich ein bisschen Unzufriedenheit bei mir eingeschlichen und letztendlich habe ich auch gemerkt, wie es euch Zuschauern nach draußen geht. Ich habe ja lange Zeit sogar 4 Videos die Woche gebracht, die letzte Zeit regelmäßig immer 3, Mittwoch, Freitag, Sonntag waren sie dran. Und ich habe gemerkt, die Leute kommen nicht hinterher. Also, warum soll ich euch das Leben schwer machen? Weniger kann mehr sein, in diesem Fall auf jeden Fall. Es macht mir das Leben auch einfacher und ich kann viel mehr Arbeit und Zeit in den Garten einfließen lassen. Das habe ich nämlich auch gemerkt, war ein dicker Minuspunkt. Zur Veränderung gehört noch viel mehr. Und zwar gibt es bei mir bestimmte Themen, die mir wichtig sind. Ihr könnt das oben im Kanalbanner sehen. Von Permakultur, generell Nachhaltigkeit, alternatives Gärtnern, Recyceln, Upcyceln, Do-it-yourself und, und. Da gibt es halt noch Themen, die mir weitaus wichtiger sind und die ich noch gar nicht so zur Geltung gebracht habe, auch wenn ich natürlich schon bestimmte Sachen mit, gerade mit Essen teilen und so angesprochen habe, so sich in dieser Hinsicht auf jeden Fall auch was ändern. Das kann ich soweit ankündigen. Des Weiteren seid ihr aber jetzt gefragt, denn diesmal ist es mir ganz wichtig, von euch Feedback zu bekommen. Es wäre wunderbar, wenn ihr da mitmachen könnt. Das würde mich sehr freuen. Ihr könnt gerne sagen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich bin dafür alles offen, soll aber alles sachlich sein. Also äußert euch da dann auch korrekt, wer da irgendwie ausfallen wird oder sagt, hier, du bist scheiße und da und dies und dann sag ich tschüss. Dann ist die Person sowieso bei mir nicht richtig. Des Weiteren geht es darum, vermisst ihr vielleicht irgendwas? Ich habe jede Menge ausprobiert, ich habe Videos gemacht, ich habe Vorspanne verändert, ich hatte auch lange Zeit einen langen Vorspann drin. Da ging bestimmt 20, 25 Sekunden mit irgendwas und dann kamen meine Schriften dazu. Hat euch das gefallen zum Beispiel? Vermisst ihr das? Dann, wie geht es euch mit der Länge der Videos? Welche Tage kommen für euch in Frage? Also jede Menge Fragen, die ich da habe, wie ihr merkt. Keine Sorge, die ganzen Fragen müsst ihr euch jetzt nicht behalten, falls ihr die unbedingt beantworten wollt. Ich werde unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall die Fragen nochmal aufgreifen, zusammensammeln und notieren. Dann kann es genauso sein, dass ich Sachen verschlimmbessert habe. Also ich bin immer sehr selbstkritisch, bin immer dabei, die Dinge zu optimieren und habe natürlich immer an irgendwas gearbeitet und manchmal kann das ein bisschen viel sein. Wie gesagt, verschlimmbessert und vielleicht fällt euch da was auf, da dürft ihr auch euch sehr gerne zu äußern. Dann gibt es natürlich noch jede Menge Dinge, über die ich noch nicht sprechen kann. Sachen, Ideen, die mir rumoren. Das lässt ja nicht locker. Ich bin ein recht kreativer Mensch, was das alles angeht. Mal gucken, was alles in die Videos findet. Seid auf jeden Fall gespannt. Da kommt noch einiges. Unterm Strich möchte ich euch natürlich anstecken, inspirieren, unterhalten und die Welt ein Stück weit besser machen mit euch zusammen. Das wäre echt eine tolle Sache, wenn das so weitergeht wie bisher. Dann, da das heute noch gar kein richtiges Video ist zum Garten, zu den Dingen, die ich so vorhabe, ihr dürft gerne mal in meinen Kanal reingucken. Ich habe ganz viele tolle Playlists erstellt, auch so nach Themen sortiert. Da geht es um verschiedene Interessen, die ihr haben könntet. Das wird euch auf jeden Fall bereichern. Dann gibt es noch Playlists dazu, was mich ganz am Anfang inspiriert hat. Bevor ich überhaupt losgelegt habe, habe ich da schon Playlists angelegt und da ganz viel rein, was ich toll fand. Ich treibe mich bei den anderen Garten-YouTubern gerne rum und schaue Gartenrundgänge. Das mag ich super gerne, wenn die jetzt nicht ausarten von der Zeit her. Dann habe ich auch noch bestückt den Kanal an sich hinten, wenn ihr raufgeht. Also erstmal auf meinen Kanal. Ganz rechts ist ein Kanal-Info-Reiter. Wenn ihr da raufklickt, kriegt ihr auch noch ein paar Infos zu mir. Gleiches findet ihr aber auch unter meinen Videos. Also wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dort unten steht das Ganze auch nochmal. Also es wäre super schön, euer Feedback zu kriegen zu den angesprochenen Dingen, was euch gefallen hat, was nicht. Bitte bleibt sachlich, wie gesagt, nicht verletzend oder so. Ich brauche diesmal echt eure Hilfe. Das wäre super. Ihr könnt quasi direkt mitwirken an diesem Kanal. So, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ihr konntet erfahren, dass ich ein bisschen was am Kanal getan habe. Wie gesagt, Kanalinfo, Playlist und so weiter. Geht mal stöbern, da gibt es einiges zu sehen und zu entdecken. Euer Feedback ist jetzt gefragt. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mitmacht und unten in den Kommentaren einfach mal reinschreibt, was euch so bewegt. Okay, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars.